Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einem neuen Let's Play von mir. Eins, was ich generell für mich selber auch schon eine ganze Zeit lang gespielt habe und jetzt dachte ich, komm, springst du auf den Zug mit auf, im wahrsten Sinne des Wortes, und machst auch ein Let's Play davon. Willkommen bei Transport Fever. Bleib dran. Ja, Transport Fever ist am Start. Ein Spiel nach Train Fever, endlich ein neuer Teil. Train Fever selber habe ich nicht gespielt, so. Ich habe es mal angezockt, aber nicht wirklich gespielt. Aber dafür ganz früher Transport Tycoon Deluxe auf meinem ersten. Ich hatte drei, das ist der dritte YouTube-Channel, den ich habe. Das war quasi mein Testversuch. Da habe ich sogar noch die Neuauflage von Transport Tycoon gespielt. Wurde aber doch relativ schnell langweilig. Und das hier ist doch eine Herausforderung. Vor allen Dingen sieht es einfach mal richtig schick aus. Ich habe natürlich ein paar Mods drauf geknallt, damit das auch noch mal ein bisschen Farbe bekommt. Ich hoffe, es läuft flüssig genug alles. Aber wir wollen mal anfangen. Wir sehen, wir haben eine wunderschöne Map mit vielen kleinen Städten. Das habe ich mir so eingestellt, statt so Big-Dinger, weil ich doch lieber ein paar größere Strecken haben möchte. Von Nahverkehr, Nahzugverkehr bis Fernzugverkehr. Und so, dass alles dabei ist. Und ich habe mich mal vorab hier entschlossen. Ja, hier haben wir 106. 179. Dass ich mich hier so mal ein bisschen einlasse. Hier anfange quasi mit einem kleinen Rundkurs vom Transport. Und hier habe ich halt auch direkt die Möglichkeiten, ein bisschen Waren direkt mit herzufahren. Also ist alles gar nicht so weit und uncool entfernt. Und deswegen werde ich, glaube ich, auch diese Stadt hier nehmen. Die ist noch relativ synchron. Holstein, mich nehmen wir erstmal um. Wie nennen wir dich denn um? Meine Heimatstadt, falls du das noch nicht wisst, ist Düsseldorf. Nicht meine Geburtsstadt, aber meine Heimatstadt. So. Das passt nicht, ne? Ne, komm. Wir sind mal ganz kackendreist. Berlin, so, Landeshauptstadt. So, weil ich habe mir ein paar schöne Züge rausgesucht, die halt doch eher in dem Umkreis Brandenburg fahren. Und die sind doch hier ganz angenehm gebracht. So, erstmal gucken. Relativ verteilt. Wo setzen wir denn an? Weil ich will natürlich auch das Ganze natürlich schick haben. Und dazu gehört halt ein großer Bahnhof. Und ich glaube, der ist hier ziemlich genial dran. Oder direkt hier so hoch. Hätte natürlich auch was. Dann müsste er hier so eine kleine Kurve fahren. Ist aber auch nicht schlimm. Ist natürlich jetzt für den Anfang ein bisschen teuer. Ah, das. Na, ich brauche davor eine Straße. Ja, setzen wir direkt mal eine große Straße hin. Ja, warte mal, wir fangen mal anders an. Wir machen hier mal, damit wir hier so relativ gerade alles haben. Direkt hier Big Size, aber ich denke mal, 6 Gleise reichen völlig aus. Oder? Ja doch, ich denke 6. Sieht schick genug aus, oder? Wir wollen ja nicht übertreiben. Aber die Länge muss passen. Damit wir halt direkt den Platz haben, den wir brauchen. So. Na, ja, müssen wir hier schon die dickere nehmen. Zack. Warum willst du das denn jetzt nicht, bitte? Ah, der will weiter rüber. Ist aber nicht schlimm. Sieht relativ parallel aus, oder? Hier mal ein bisschen rüber. Ja, sind wir zu dicht dran, wie es aussieht. Ja, da muss man für Schickbau
Ja, gut. Noch haben wir die Kohle, da kann man das auch mal reißen. Und am nächsten ist, würde ich mal sagen, der hier, der ist auch ein bisschen größer. Um hier ein bisschen Personal abzugreifen. Ein bisschen. Fahren wir außen rum? Ja, wir fahren einfach durch die Mitte, das ist die kürzeste Strecke. So, dann nehmen wir aber ein Gleis und jetzt hier, wie gesagt, das soll ja nun kleiner werden. Kollision ist mir relativ egal. So, jetzt natürlich was finden, was nicht so. Na, ist ein bisschen doof. Nein, hier keine gerade Fläche? Was ist das denn für ein Schrott? Können die auch ein bisschen außerhalb bauen, das ist ja gar kein Problem. So, hier mitten so in die Pampa rein. Und dann ziehen wir mal unsere erste Strecke. Nicht so. Bau nicht möglich. Wegen der Street. Wie gesagt, ich will ja ein bisschen schicker alles haben. Ne? Kommt jetzt hier auch weg. Go. Kriegen wir das parallel hin? So ist doch nett, oder? Und jetzt müssen wir hier die Kurve schaffen. Für den Anfang vollkommen okay. Wir müssen ja nicht übertreiben. So, damit können wir nämlich unseren ersten Zug auch schon auf die Reise schicken. Ach ja, ich muss ja die Straße wieder verbinden, sonst heulen die alle rum. Ja. Alles Kohle für den Anfang, aber wie gesagt, ach, ich habe rein theoretisch, habe ich es bis jetzt immer hingekriegt, da seht ihr schon eine Mod von mir. Falsches Bahngleis, übrigens. Kacke bist du denn? So. Bisschen drehen. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Mods oder so, einfach Bescheid geben, ne? Wir fangen mal mit 3 an, ist nicht ganz so teuer. So, du bist mein Dorfzug. Nummer 1. Der braucht schon eine Stunde, um hier rauszukommen. Da kommt er!
Mein erster Zug rollt vom Feld, vom Platz. Schöne ist, man kann jetzt hier, das fand ich halt, was mich sehr fasziniert hat, im Verhältnis zu den anderen halt von früher, kann man hier so schön reinflutschen, unterwegs nach Berlin. Da steht er. Der wird jetzt ein, zwei Mal fahren müssen, bevor der Kohle umsetzt, ne? Komm, ich gehe mal kurz ein bisschen beschleunigen. Ich will mal die Landschaft ein bisschen angucken. Dann läuft die Straße parallel. Die kommt jetzt hier auf uns zu. Aber doch, so ist nett. Aber das war ich aber nicht, ne? Guck mal, hat sich direkt schon das Dorf hierher gebaut. So, wie gesagt, ich will aber auch noch hier ein bisschen Industrie mit reinpflanzen. Und dazu gehen wir mal hier, wir bauen uns mal hier eine mittlere Straße hin. Tramgleis brauchen wir nicht. Aber aus finanziellen Gründen werde ich hier mal keinen Zug fahren lassen, sondern Bus. Den können wir auch noch mit reinhauen. Also dich mal weg. Dich hier will ich weg. Ja, ich hasse, dass das ja immer mit Kurven anfängt. Strecke, so. Ah, jetzt habe ich die große Dreck genommen. Wollte ich doch gar nicht. So ein Dreck. Nee, keine Felder kaputt machen. Das kostet mir zu viel. Das kann man denn, wenn man ein bisschen Kohle über hat, kann man das ja alles angleichen. Ja, so ist besser. Dann haben wir noch ein bisschen Kohle gespart. Ja, weil das hier so richtig scheiße aussieht. So, haben wir hier unsere neue Autobahn. Getreide nach da. Das Schöne ist, hier der Mittelstrich sagt mir, ich brauche nur einen hierher bringen. Ich kann dadurch natürlich noch mal ein bisschen Kohle sparen. Hier haben wir auch so ein paar schöne Truckstops. Aber wir brauchen erstmal hier so am besten einen großen. Oder braucht man einen großen? Das ist ja im Endeffekt nur die Ladebucht, ne? Die hier gekennzeichnet wird. Ja, dann nehmen wir hier so einen kleinen. Ein kleiner reicht. Erstmal. Weil der Eingang da hinten hat, das ist ein bisschen doof. Wir müssen ja hier mal ein bisschen uns durchwursteln. Relativ parallel irgendwie, wir haben ja einen schönen rechten Winkel hingekriegt.
Da. Ups, wir wollten mal die Zeit mal ein bisschen runterschrauben. Hier können wir aber ruhig den Großen hinpacken. Wie gesagt, schön parallel alles. Ja, den müssen wir ein bisschen drehen. Warte, wie war das? Passt. Jetzt nehmen wir uns hier unser Industrieviertel vor. Das wäre hier und hier, aber das hat ja gar, ist ja gar kein Industrieviertel, das geht hier rein. Das heißt, wir werden hier aber auch mal direkt als Hauptstraße quasi. Komm schon, was soll der Mist denn? Da müssen wir nochmal ran. So, und hier packen wir uns jetzt, deswegen hatte ich mir diese eine Mob mal, Mod mal runtergeladen. Warte, wo war es denn hier? Schön Abfertigungsanlage. Es ist ein ziemliches Mixviertel, ne? Ist ja im Endeffekt nur eine B&Entler. Also rein theoretisch, warte mal, hier gibt es auch noch so ein altes Ding, glaube ich. Oh ne, das habe ich schon gar nicht mehr, aber war das hier irgendwo drin. Gibt der so viele Mods, ist abnormal. Muss man sich echt für schöne entscheiden. Kannst hier eine Parkbank hinsetzen. Jetzt kommt der Anruf. Da bringt mir ja nichts. So. Haben wir alle, ne? Und die setzen wir jetzt einfach mal hier in die Parkteile. Die Ausparkdinger. Mal schön gerade alles. Und einer kommt hier hoch. Ein bisschen doof. Ja, warte, bevor wir die kaufen, kostet immer Geld, also mache ich das gerne. Ich setze mir erst die Wegpunkte, die ich brauche. Kommst du mal auf die 1? Nach da. Schöne Doppelspur, das passt. Der nimmt die innere Bahn. Hier rufe ich auf die 1, so. Vollbeladen, damit er nicht umsonst fährt. Und du bist jetzt Güter 11 kW. Getreide 1. So, guck mal, hier, der fährt halt noch mies ein. Das ändern wir aber noch. Zwei, drei, vier Mal für den Anfang. Und geben den direkt hier die Aufgabe Getreide. Alle los. Zack, fertig.
Wie süß. So, da haben wir schon mal zwei Strecken auf den Weg gebracht. Noch sind wir nicht mal pleite gegangen, aber das geht gleich noch mal ein ganzes Stück nach unten. Also ich sag mal so, die ersten 20 Jahre muss man schon mit Miesen rechnen. Kann man nichts ändern. Ich hoffe trotzdem, ihr habt schon mal einen schönen Einblick von dem Spiel bekommen. Wenn es euch gefällt, ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren. Nicht vergessen, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen mit Mods auseinandergesetzt, mit den Config-Dateien, um halt so eine Map zusammenzustellen mit vielen kleinen Städten statt mehreren großen. Aber einfach mal, ups, der plackert, in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Bis dahin.